Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr an diesem Sonntag auch wieder dabei seid. Und ich freue mich tatsächlich wieder ein neues Matt-Magazin präsentieren zu können. Das letzte Mal habe ich euch ja eine recht umfangreiche Monatsübersicht präsentiert. Und in diesem Matt-Magazin habe ich wieder drei sehr, sehr interessante Titel eingepackt. Für mich interessante und hoffentlich auch für euch interessante Titel, die ich euch gerne noch einmal im Detail vorstellen möchte. Den Anfang aus dieser ganzen Sache wird auf jeden Fall Dave McKean mit seinem jetzt frisch bei CrossCult erschienenen Raptor machen. Diese Ausgabe ist wirklich ein wunderschönes, sehr großes Hardcover, wofür ich CrossCult wirklich sehr dankbar bin, dass uns das hier auf dem deutschen Markt zur Verfügung gestellt worden ist. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in einer limitierten Ausgabe mit einem anderen Cover. Dazu habe ich mich schon hinlänglich geäußert, möchte ich an dieser Stelle also nicht noch einmal neu aufwärmen. Diese drei Ausgaben, die ich euch heute vorstelle, sind für mich etwas ganz, ganz Besonderes, weil ich liebe ja solche Werke, wo sich Realität oder tatsächlich existierende geschichtliche Ereignisse mit der Fantastik oder mit ausgedachten Stories mischen und sich ineinander fließen lassen. Das finde ich wirklich sehr, sehr großartig und genau das machen diese drei Werke, die ich euch heute vorstellen möchte. Aber zunächst einmal zum Thema Raptor von Dave McKean. Das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Werk und ich muss gleich zu Anfang sagen, ich hatte das auch schon in meiner Monatsübersicht erwähnt, das ist ein Werk, was ich definitiv nicht irgendwelchen Leseanfängern zur Verfügung stellen würde oder zum Lesen empfehlen würde, richtiger gesagt, weil was das reine Geschehen angeht, was den Text angeht, was der Nachverfolgbarkeit der Panels und so weiter angeht, wird das mit Sicherheit jeder Mensch problemlos lesen können. Nur bei diesem Werk geht es mir vor allen Dingen um den Inhalt, weil ich finde, Dave McKean setzt in seinem Raptor wirklich einiges an Wissen bei dem Leser, bei dem geneigten Leser voraus. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Zudem möchte ich an dieser Stelle unbedingt einmal auf die Verlagsbeschreibung dieses Werkes eingehen, weil die Verlagsbeschreibung ist meines Erachtens eine sehr, sehr merkwürdige. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Verlagsbeschreibungen von den Verlagen selber erstellt werden. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Dave McKean selber eine solche Beschreibung hier abgegeben hat. Und ich möchte euch diesen Klappentext einfach mal kurz vorlesen, damit ihr auf dem Stand der Dinge seid, falls ihr diesen Band noch nicht habt. Und hier steht nun Folgendes. Raptor, so Coll, schwebt zwischen zwei Welten hin und her. Ein stetes Flackern zwischen zwei Zuständen der Existenz, Mensch und Falke. Als Raubvogel muss er sich in einem feudalen, wundersamen Land als geschickter Jäger erweisen, um zu überleben. In seiner menschlichen Gestalt wandelt er durch das Wales des 19. Jahrhunderts und betraut hier als Schriftsteller übernatürliche Erzählungen den Tod seiner jungen Frau. So Coll führt ein Leben in der Dämmerung zwischen Wahrheit und Lüge, Leben und Tod, Realität und Fantasie. So, und ich muss jetzt ganz klar sagen, wenn ich als interessierter Leser diese Verlagsbeschreibung lese, dann bin ich in erster Linie wirklich total an diesem Werk interessiert, erwarte eine irgendwie geartete
Fantasy-Story, die mir relativ stringent entgegentritt, die für mich als Leser sehr leicht und sehr nachvollziehbar ist, auch wenn das Label Dave McKean auf dem Einband steht, was ja immer für recht anspruchsvolle Comic-Literatur steht. So hatte ich doch eine ganz, ganz andere Erwartung und ich denke, durch diesen Klappentext wird bei dem geneigten Leser auch eine andere Erwartung geschürt. Dem ist aber mitnichten so und ich muss ganz klar sagen, dies ist eine der merkwürdigsten oder blödesten Verlagsbeschreibungen, die ich persönlich jemals gelesen habe, weil diese Beschreibung gibt nichtmals annähernd den eigentlichen Kern dieses Werkes wieder, weil dieses Werk ist keine einfache Fantasy-Story, in der sich irgendein merkwürdiger Held tagsüber in einen Falken verwandelt und einherzieht und an anderer Stelle wieder als Mensch unterwegs ist, so wie man leicht vermuten konnte. Vielmehr haben wir hier eine weitaus komplexere Story, sowohl von den Zeichnungen als auch von der schriftstellerischen Leistung. Und ich muss ganz klar sagen, aufgrund dessen ist dies definitiv kein Werk für Einsteiger, sondern etwas für sehr, sehr fortgeschrittene Leser, für Leser, die sich auch sehr, sehr mit Esoterik, mit Mystik, mit hermetischen Orden des 19. Jahrhunderts auskennen und so weiter und so fort. Also von daher ist das schon ein anderes Werk, als das man erwarten würde. Und ich kann euch ganz klar sagen, das beginnt schon auf den ersten Seiten mit diesem Prosatext, mit dem Auszug aus Dante Alighieris Die Hölle, erster Gesang, die Höllenfahrt des Dante, wenn man so möchte. Was hier zitiert wird, das ist natürlich schon eine recht anspruchsvolle Einleitung und das Ganze zieht sich natürlich durch den gesamten Text. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr besondere Wortwahl, die mit sehr, sehr speziellen Begriffen arbeitet, die man teilweise nachschlagen muss. Also das sind schon Begrifflichkeiten, die sich wirklich an ein gewisses Bildungsbürgertum richten, wenn man so möchte. Und zudem bekommen wir auch keine leichte Einführung in die Charakterwelt, in die Charakterstudien, was hier eigentlich ausgesagt wird. Dieses ganze Werk ist quasi, wenn man so möchte, in vier Teile geteilt, um das einfach zu sagen. Der erste Teil, mit dem der Comic hier eröffnet, beschreibt quasi diese Welt des Sokol, dieses eigentlichen Helden der Geschichte, der in einer recht merkwürdigen, nebulösen Welt umherirrt, sich selber aber nicht, wie beschrieben, in einen Falken verwandelt, zumindest erstmal augenscheinlich nicht, sondern einen Falken wie eine Art Falkner mit sich auf dem Arm trägt und so diese merkwürdige, in Nebel getauchte Landschaft durchquert und dort gleich zu Beginn auf ein merkwürdiges, gigantisches Monstrum trifft. Und dieser Falke, der natürlich zur Jagd abgerichtet ist, stürzt sich sogleich auf dieses nebulöse Monstrum, auf dieses kaum wahrnehmbare Monstrum, was wirklich wunderschön aquarelliert durch diesen Nebel scheint. Und reißt dieses Monstrum zu Boden, schlägt ihm schwere Wunden und entreißt ihm, nachdem es das Monstrum getötet hat, letztendlich eine gewisse Münze. So, und diese Münze übergibt dieser Jäger Sokol einer am Strand wartenden Menge. Und diese Menge hat quasi auf dieses Signum, auf diese Münze gewartet, die Sokol ihnen wieder mitbringt. Und
sagt ihm oder macht ihm quasi das Angebot, diese Münze doch behalten zu können und ihnen als Bürgermeister dienen zu können. Und Sokol lehnt natürlich dankend ab, zieht weiter seiner Wege und der Leser wird an diesem Punkt erst einmal allein gelassen mit dieser Szenerie. So, und infolgedessen kommen wir zum nächsten Teil dieser vielschichtigen, verschachtelten Geschichte. Dort lernen wir einen gewissen Arthur kennen, seines Zeichens Schriftsteller. Dieser Arthur hat seine Frau, seine große Liebe, sein Vögelchen, wie er es nennt, verloren, trauert ihr hinterher und schreibt recht merkwürdige Dinge in seine Bücher. Und das, was er schreibt, scheint ein Teil dieser Welt des zuvor gezeigten Helden Sokol zu sein. Das heißt, wir haben hier eine schriftstellerische Verbindung zwischen diesen beiden Welten. Und wie ihr auf diesen Panels seht, also bitte denkt nicht, ich spoiler jetzt sehr viel. Ich versuche das wirklich zu vermeiden, weil das eine sehr umfangreiche, vielschichtige Sache ist. Ich versuche euch das nur einmal nahe zu bringen, euch diese Vielschichtigkeit etwas zu erläutern. Wie gesagt, der Arthur, dieser Schriftsteller, den wir hier kennenlernen, hat einen Freund und dieser Freund ist anfänglich für den Leser eine etwas zwielichtige Person. Und diese Persönlichkeit sehen wir auf diesen Panels beispielsweise. Das ist der feine Herr mit dem Schnurrbart, der uns in Teilen sogar an gewisse Darstellungen von Salvador Dali beispielsweise erinnert. Und sein Freund trägt den Namen Ed. Und das finde ich an diesem Punkt sehr, sehr bemerkenswert. Das ist eine Sache, über die man als normaler Leser einfach hinwegliest, weil es sind halt eben einfach nur Namen. Aber diese Namen, diese beiden Namen haben eine ganz, ganz tiefe Bedeutung im weiteren Verlauf dieser Geschichte, was man zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen, noch nicht ahnen kann. Und um jetzt einen Sprung auf die nächste und dritte Ebene zu machen. Ich zeige euch gleich noch eine gewisse Sache, die ich jetzt überblätter. Ist eine weitere wichtige Ebene. Und zwar machen wir hier einen Sprung in das Privatleben des Arthur und seines Freundes Ed. Und diese beiden sind in einem hermetischen Orden, sind diese beiden vereinigt. Das heißt, sie machen mit einer größeren Gruppe Ordensmitgliedern, 12 an der Zahl. Arthur bildet als normales, bildet als weiteres Mitglied die Nummer 13 und sie bilden anhand von Tarotkarten, die gewisse Stationen aus Arthurs Leben darstellen, einen magischen großen Zirkel, um halt eben ein gewisses Tor zu einer anderen Welt zu öffnen. Und diese Welt ist erst einmal nur eine theoretische Welt, weil in diesem hermetischen Orden wird auch ganz viel mit Symbolismus und so weiter und so fort gearbeitet. Was an diesem Punkt aber noch nicht klar war, war, dass während dieser Sitzung, dieser Ordenszusammenkunft sich tatsächlich ein Tor aufgetan hat und die Mitglieder, zumindest der gute Arthur und ein weiteres Ordensmitglied, haben eine merkwürdige Welt gesehen, haben eine Gestalt gesehen mit einem Falken. Und an dieser Stelle möchte ich es auch dabei belassen, weil sonst würde ich einfach zu viel spoilern. Das ist quasi die dritte Ebene, die uns hier gezeigt wird in diesem Band. So, und die vierte Ebene, die wir haben, ich möchte an dieser Stelle wirklich nicht viel spoilern, beschäftigt sich dann in der Zusammenkunft zwischen Arthur und diesen merkwürdigen maskierten Helden in Anführungsstrichen namens Sokol. Und diese beiden kommen tatsächlich an einem Punkt dieser Reise
zusammen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Das hat eine gewisse Bedeutung. Und für alle Leser, die sich jetzt nicht mit irgendwelchen hermetischen Orden oder mit Tarot, mit Mystizismus etc. etc. auseinandersetzen wollen, kann ich nur empfehlen, sich einmal mit dem hermetischen Orden des Golden Dawn auseinanderzusetzen, weil hier ist der Name Arthur Edward Waite verborgen. Der Name Waite als Nachname oder Mercer wird hier im weiteren Verlauf noch angesprochen, die eine wichtige Rolle spielen, auch literarisch eine wichtige Rolle spielen. Und Dave McKean hat diese Persönlichkeit des Arthur Edward Waite auf zwei Persönlichkeiten, auf den Arthur und seinen Freund Ed aufgeteilt, namenstechnisch. Und das finde ich sehr spannend. Das Ganze hat eine ganz, ganz besondere, gewichtige Bedeutung. Zudem, wie gesagt, ich möchte bei dieser Geschichte absolut nichts spoilern. Habe ich bis jetzt auch Gott sei Dank nicht getan. Das müsst ihr wirklich selber lesen. Worauf ich nur noch kurz hinweisen möchte, sind so ein paar künstlerische Aspekte, die hier auftauchen. Weil Dave McKean arbeitet hier ja größtenteils mit relativ klaren, sehr nachvollziehbaren Grafiken. Und an einigen Punkten bricht der gute Dave McKean allerdings aus diesem Schema aus. Wir haben hier beispielsweise eine Jagdszenerie, wo sich der Falke auf einen anderen Vogel stößt, diesen anderen Vogel natürlich blutig zerlegt, ihm das Rückenmark durchtrennt und diesen anderen Vogel, wie es halt eben bei der Jagd üblich ist, verzehrt. Dieses Bild, was uns hier auf zwei Seiten in Panels dargestellt wird, greift Dave McKean zu späterem Zeitpunkt in diesem Werk wieder auf, allerdings auf eine andere künstlerische Art und Weise. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, ob das jeder entdeckt hat. Hier arbeitet er beispielsweise mit einer Ölspachteltechnik, indem er die gleiche Szenerie mit dem Falken, die wir gerade gesehen haben, hier wie der Falke vom Himmel stößt, wie er den Vogel blutig zerlegt und so weiter und so fort, die greift er halt eben nochmal mit einer anderen Maltechnik auf, lässt aber zeitgleich dieses Bild nochmal zu etwas Neuem werden, indem er halt eben den Falken plötzlich eine blutige, menschliche, sehr abstrakte Gestalt zwischen Mann und Frau annehmen lässt, was man hier in diesem Bild beispielsweise sieht. So, und von diesen abstrakten Gemälden, die mit dieser Ölspachteltechnik gearbeitet sind und sich tatsächlich auf zuvor gezeichnete Panels beziehen, haben wir in diesem Werk einiges vor uns. Das heißt, dieses Werk Raptor von Dave McKean ist mitnichten eine einfache Fantasy-Story, wie man laut Verlagsbeschreibung erwarten könnte, sondern wirklich ein sehr, sehr, sehr vielschichtiges, sehr komplexes Werk, was sehr, sehr viel Spielraum für Interpretation etc. bietet. Und von daher wollte ich das jetzt einfach nur noch einmal klarstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute diesen Comic holen, Leute, die auch sehr von Dave McKean vielleicht begeistert sind und eine schöne, geradlinige Story laut Verlagsbeschreibung erwarten. Und ich muss ganz klar sagen, in diesem Buch trifft uns dann tatsächlich etwas ganz, ganz anderes. Und da wollte ich nur darauf hinweisen, dass das beim Kauf dieser Sache, dieser wundervollen Sache, mir hat dieses Werk extremst gut gefallen, ja, dass man da keine böse Überraschung in Anführungsstrichen erlebt. Ja, ein weiteres Werk, an dem man definitiv nicht vorbeigehen sollte, was meines Erachtens wirklich sehr, sehr wichtig ist, das ist ein weiteres Werk von Gipi. Das ist natürlich ein älteres Werk aus dem Avant Verlag. Ich hatte das meines Erachtens auch schon einmal in einer Monatsübersicht gezeigt, habe dieses Werk allerdings nicht
genauer besprochen mit euch, habe euch das nicht wirklich genau gezeigt. Und ihr wisst ja, dass ich wirklich ein äußerst, äußerst großer Fan von Gippi bin. Und Gippi ist meines Erachtens einer der größten zeitgenössischen italienischen Künstler, von dem man wirklich sich mal ein paar Sachen angeschaut haben sollte. Und dieses Werk Nachtaufnahmen, was am Markt tatsächlich noch antiquarisch zu bekommen ist, aus dem Avant Verlag, hier in dieser schönen Albumgröße mit diesem typischen, ja, festen Aquarellpapier, strukturierten Aquarellpapier-Cover, ist für mich etwas ganz Besonderes. Das ist ein Meilenstein im Schaffen von Gippi oder ein Meilenstein in der Comic-Kunst, in der Comic-Literatur, wenn man so möchte, weil dieses Erstlingswerk von Gippi, was einiges an Kurzgeschichten beinhaltet, zeigt uns einen sehr, sehr frühen Künstler, einen sehr frühen Gippi, der tatsächlich noch auf Leinwand gearbeitet hat, der vielleicht die ersten Gehversuche im Bereich Comic unternommen hat. Natürlich hat er vorher auch schon etwas geschaffen, aber ich finde hier frühe Gehversuche im Sinne von wirklich herausragenden Erstlingswerken. Und ich persönlich muss ganz klar sagen, ich habe Gippi sehr, sehr selten nach diesem Werk wieder so unvergleichlich roh und intensiv erlebt. Und ich habe ja in meiner Einleitung, ganz klar gesagt, dass ich so Werke mag, in dem sich ja Realität und Comic-Fiktion durchmischen. Und ich finde, das ist dem Gippi hier in diesem Werk Nachtaufnahmen auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise gelungen. Wie gesagt, wir haben eine Kurzgeschichtensammlung vor uns. Das heißt aber nicht, dass es weniger intensiv wäre. Im Gegenteil, diese teils kürzeren Geschichten, die wir haben, bis auf eine längere, die hier vertreten ist, die letzte in diesem Band, haben mir all diese Geschichten wirklich den Atem geraubt, mir die Sprache verschlagen. Und ich stehe immer noch da und frage mich, wie kann man teilweise auf so wenigen Seiten solch intensive Geschichten erschaffen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Kunst. Und deshalb achte ich dieses Werk Nachtaufnahmen auch mit am höchsten unter all meinen bisher gesammelten Gippi-Werken. Was ich persönlich sehr schön finde, ist diese Einleitung, die wir hier in diesem Werk haben. Da geht Gippi selber noch einmal in einer Art Interview auf die einzelnen Geschichten ein, erläutert sie teilweise ein wenig, allerdings ohne sie zu erklären, ohne sie zu interpretieren für den Leser. Und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. So bleibt dem Leser natürlich noch einiges an eigenem Spielraum hier erhalten. Und das ist eine großartige Sache. Die ganze Kunst, die wir hier in diesem Band haben, die tritt uns in diesen blau-grau, schwarz-weiß Tönen beispielsweise entgegen. Und man sieht wirklich, dass Gippi damals noch auf Leinwand gearbeitet hat mit verschiedensten Techniken. Also er hat hier mit Aquarelltechniken, er hat hier gearbeitet, er hat hier mit verschiedenen Kratz- und Schabtechniken gearbeitet. Teilweise sieht man auch an einigen Stellen noch den Untergrund, die Struktur der Leinwand, was ich persönlich sehr, sehr charmant finde. Das ist ein ja schönes Qualitätsmerkmal für eine echte Handarbeit noch, was wir hier haben. Und auch hier mischt Gippi schon seine verschiedenen Kunststile untereinander. Das heißt, wir haben diese aquarellierten und teilweise auch in Öl mit Buntstift und so weiter gemalten Leinwandarbeiten, die wir haben, die allerdings auch wieder mit seinen bis heute bekannten und verwendeten skizzierten Zeichnungen, die wirklich sehr grob, sehr roh daherkommen und trotzdem nichtsdestoweniger intensiv sind. Mit diesen Zeichnungen werden diese Sachen gemischt. Und was ich persönlich sehr schön finde, das fängt schon hier in den ersten Geschichten an,
dass Gippi eigene Lebensinhalte oder Geschichten, die er von anderen Personen erfahren hat, mit Fiktion mischt. Wobei man ganz klar sagen muss, fiktiv ist lediglich die letzte Geschichte in diesem Band, die aber nichtsdestotrotz weniger intensiv ist. In der ersten Geschichte wird uns von einem toten Straßengangmitglied berichtet. Dieses tote Gangmitglied tritt uns hier geisterhaft nur in diesen groben Skizzen entgegen, die Gippi hier entworfen hat. Der Rest der Story, der Rest der Erinnerung, weil es wird sich an diesen Charakter namens Fratze, wird sich hier erinnert, wird allerdings farbig in diesen Grau-Blau- und Schwarztönen dargestellt. Diese Geschichte beschreibt ja den Werdegang oder das Umfeld, das Lebensumfeld einer Jugend- oder Straßengang, die sich mit einem ja benachbarten Wachmann anlegt, und dieser Wachmann ist kurz davor, eine schreckliche Tat zu vollgehen, zu vollziehen, zu vollbringen und Mitglieder aus dieser Jugendgang zu erschießen, weil sie haben ihn so genervt, sie haben so seine Ordnung durcheinander gebracht, dass es beinahe zu einem Unglück gekommen wäre. Und dieser verstorbene Charakter namens Fratze, der hier gezeigt wird, stellt sich mutig dazwischen, erzählt in diesem Teil, den ihr hier seht, eine recht ergreifende Fabel, Parabel, wie man so möchte, und verhindert auf diese Art und Weise Schlimmeres. Wie die Geschichte ausgeht, müsst ihr natürlich lesen, aber ich kann euch nur sagen, das ist wirklich äußerst intensiv, das ist wirklich sehr, sehr, sehr heftig, sehr krass, was hier gezeigt wird. Und die zweite Geschichte, die wir hier haben, ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Geschichte separat eingehen, nur diese möchte ich definitiv noch erwähnen. Die nennt sich Oleanderstraße. Das ist eine äußerst, äußerst berührende, sehr wichtige Geschichte, weil das ist eine Geschichte, die tatsächlich aus Gippis Leben autobiografisch berichtet. Und Gippi ist aus gewissen Gründen bei dieser Geschichte sehr kühl schriftstellerisch zu Werke gegangen. Das heißt, er schreibt, wie auch in fast allen anderen Geschichten, die hier versammelt sind, nur in entsprechenden Textkästen. Er arbeitet hier wirklich nur beschreibend, weil er hier wirklich eine ganz, ganz schreckliche Begebenheit aus seiner eigenen Jugend dem Leser beschreibt, präsentiert, wie auch immer. Und ich kann euch nur sagen, das lässt euch wirklich mit einem gewaltigen Schaudern zurück, und ich bin von diesem Band sehr beeindruckt, sehr verstört, wenn man so möchte. Und die letzte Geschichte in diesem Band, ich habe jetzt ein paar übersprungen, das müsst ihr wie gesagt selber lesen, wenn ihr euch diesen Band zulegt, beschreibt eine Szenerie aus dem Zweiten Weltkrieg, die Geschichte eines Öltankers auf hoher, aufgewühlter See, und wir haben hier eine recht obrigkeitshörige Mannschaft, die von ihrem Kapitän aufgefordert wird, nach blinden Passagieren zu suchen, und die Mannschaft ist irritiert, weil sie sich sicher sind, dass an Bord überhaupt keine blinden Passagiere sind. Das Ganze kriegt einen kleinen Touch von Captain Ahab, gleitet aber sehr, sehr schnell in eine andere Richtung, als ein Pulk SS-Nazi-Offiziere an Bord kommen und das Schiff durchsuchen, und dann driftet diese ganze Story in eine ganz, ganz andere, haarsträubende, sehr, sehr heftige Szenerie ab, die wirklich meisterhaft durch dieses stahlgraue, schwarz-blau-weiß unterstützt wird. Und das Ganze ist in diesem Fall wie in so einer Art Tagebuch hier erzählt worden. Und ich kann euch sagen, das ist eine berührende, meisterhafte Geschichte, wie auch alle anderen Geschichten in diesem Werk. Und von daher kann ich nur sagen, wenn ihr noch drankommt, wenn ihr Lust habt, euch diesen Band zu besorgen, Nachtaufnahmen, dieses Erstlingswerk von Gippi, ist ein absolut herausragender Meilenstein
den ich euch nur wärmstens empfehlen möchte. Also wenn euch diese anderen Sachen von Gipi gefallen haben, mein schlecht gezeichnetes Leben, besondere Momente mit falschem Applaus etc. etc., die Welt der Söhne kann ich da noch nennen, dann werdet ihr von diesem Werk wirklich geflasht sein. Und ich kann nur sagen, nicht begeistert, ihr werdet geflasht sein, weil das ist ganz, ganz großes Kino, was hier präsentiert wird. Ja, als nächstes in dieser Reihe, als abschließenden Band, den ich euch heute zeigen möchte, steht dieses Werk von Lucas Harari aus der Edition Moderne. Dieser riesige, albenformatige, sehr, sehr fette Band, übrigens hier mit blauen Leinenrücken. Wie gesagt, ich hatte das schon einmal ganz, ganz kurz angerissen in meiner Monatsübersicht. Und auch dieses Werk mischt tatsächlich existierende Personen, Ereignisse und Orte mit einer ja fantastischen, mit einer fiktiven Geschichte. Und das finde ich besonders herausragend, weil dieser Band von Lucas Harari hat mich ganz, ganz besonders berührt. Man mag vielleicht sagen, Kerr, es ist eine sehr schlichte Story. Es mag sein, dass es eine vielleicht aber auch nur einfache Story ist, aber sie hat mich unglaublich berührt und sie hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich ganz klar dazu sagen. Zudem ist dieses ganze Werk fantastisch verarbeitet. Wir haben ein ganz, ganz hochwertiges Papier hier vor uns und auf den ersten Seiten, die wir vor uns haben, fängt der ganze Spaß schon an. Aber zunächst einmal ganz kurz zur Story. Die werde ich auch nur wirklich ganz knapp anreißen. Wir haben hier einen Architekturstudenten aus Paris namens Pierre und dieser gute Pierre ist, wie gesagt, Architekturstudent, ist auch sehr interessiert an gewissen Bauwerken und ein Bauwerk lässt ihn überhaupt nicht los, weil es gibt einen Schweizer Architekten namens Zumthor und dieser Architekt existiert auch wirklich, könnt ihr alles gerne googeln. Dieser Architekt hat im Ferienort Vals in Graubünden in der Schweiz, der ebenfalls existiert, eine Therme errichtet. Das heißt, dort gibt es eine heiße Quelle. Dort gab es auch schon mehrere Thermen. Die haben aus unterschiedlichsten Gründen pleite gemacht, sind abgerissen worden. Und dieser Star-Architekt, der Herr Zumthor, hat eine neue Therme entworfen. Quadratisch praktisch gut, wenn ich das jetzt mal ganz salopp sagen muss, es ist aus architektonischer Sicht natürlich ein meisterhaftes Bauwerk. Schaut euch das gerne mal bei Google an. Ich überlege auch schon, ob ich diesen Ort tatsächlich mal besuche, obwohl das nach dieser Lektüre vielleicht ein etwas merkwürdiger Moment wäre. Ja, wie auch immer, dieser Pierre ist halt eben von dieser architektonischen Arbeit wirklich sehr, sehr begeistert. Er schmeißt sein Studium, verlässt seine Freundin, die ihm relativ egal zu sein scheint, weil er sich sehr auf seine Studien konzentriert. Er hat aber einen Knick in seiner Laufbahn. Das heißt, irgendwann kommt er an den Punkt, wo ihm alles sinnlos erscheint. Seine Unterlagen, die er bis jetzt zusammengetragen hat über dieses Bauwerk, vernichtet er. Und er trifft bei einem Aushilfsjob in einem Café, den er ausübt, auf eine gewisse Person. Da gehe ich gleich noch drauf ein, weil diese Person ist zumindest für den Anfang und für das Ende sehr, sehr wichtig. Und der gute Pierre beschließt halt eben infolgedessen in die Schweiz zu reisen, sich voll und ganz der Architektur dieses Bauwerkes zu widmen, dieses Bauwerk zu studieren, zu analysieren und so weiter und so fort. Also kurz und knapp sein Leben dieser Sache zu verschreiben. Und er erreicht diesen Ort. Da gibt es einige merkwürdige Wendungen auf diesem Weg, weil er spricht nur Französisch. Das heißt, er muss bei der Ankunft in Vals
auch noch jemanden finden, der Französisch mit ihm spricht. Da hat er Glück, er trifft auf einen französischsprachigen Bergbauern, der ihn teilweise auch später bei sich aufnimmt und ihm auch gewisse Legenden erzählt, dass diese Therme, als noch kein Gebäude dort drauf stand, mit dem angrenzenden Bergmassiv verbunden war und sich alle 100 Jahre der Berg quasi öffnet und ein gewisses Opfer fordert. Und diese Geschichte wird erstmal nur beiläufig erzählt. Und man verdrängt das als Leser relativ schnell wieder. Nur der gute Pierre hält das natürlich im Hinterkopf. Und als er sich mit dieser Therme beschäftigt, mit dem Bauwerk von dem guten Herrn Zumthor, er checkt dort halt eben auch als Badegast ein, stellt er sehr, sehr schnell fest, dass sich dieser Grundriss der Therme immer wieder irgendwie zu verändern scheint, dass sich merkwürdige Türen und Durchgänge eröffnen, die aber kurz bevor er sie erreichen kann, wieder verschwinden. Und er ist mit dieser Sache total allein gelassen, kann sich nicht erklären, wie das alles vonstatten geht und so weiter und so fort. Nur ein weiterer Einheimischer, ein uralter Kauz, der in einer einsamen Berghütte lebt, scheint ihm diese Sache zu glauben, bringt etwas Licht ins Dunkel. Und an diesem Punkt, glaubt mir, ich habe wirklich nichts gespoilert, möchte ich es auch belassen. So, und jetzt komme ich ein bisschen zu dem Inhalt, weil was ich besonders schön finde, ist, wenn sich Realität und Fiktion, wie gesagt, durchmischen. Und das wird hier ganz, ganz toll eingangs schon gemacht, weil hier wird von dem Sohn des Schriftstellers Lucas Harari selber über den Pierre berichtet. Das heißt, wir bekommen einen Bezug zwischen Realität, zwischen unserer Realität, zwischen dem Autor des Werkes und seiner Geschichte. Und das finde ich besonders toll. Zudem möchte ich unbedingt auf die Panel-Konstruktion hinweisen, die teilweise recht streng ist. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir kaum sichtbare, kaum existente Panel-Gaps an dieser Stelle haben. Das heißt, die Abstände zwischen den einzelnen Panels sind sehr, sehr schmal, sehr, sehr fließend gehalten und unterteilen die Bilder trotzdem in einzelne Panels, was ich finde sehr, sehr wichtig ist, sehr unterstützend wirkt. Wir haben zudem teilweise sehr, sehr schöne Perspektiven. Wenn wir beispielsweise diese Froschperspektive sehen, wo der Blick einfach nach oben in den strömenden Regen geht, solche Sachen mag ich persönlich sehr. Wir haben hier diese eben beschriebene Anfangsszenerie, wo der gute Herr Zumthor den Pierre im Café trifft, mit ihm ein paar Worte zu seiner Arbeit wechselt. Und wie ihr wisst, hat der gute Herr Zumthor mit dem Werk Der Magnet Pierres Geschichte aufgeschrieben, soweit er sie denn kannte. Und das finde ich genial, wenn sich so etwas durchmischt. Und farblich haben wir ebenfalls eine ganz, ganz tolle seitenfüllende Konstruktion, die teilweise mit sehr wenigen, sehr klaren, hart umrissenen Farben auskommt. Wir haben hier keinen Seitenrand in dem Sinne. Das heißt, die Panels gehen wirklich ineinander über, gehen ins Außen, ins Äußere des Comics noch mit über. Und das finde ich besonders toll. Und haltet mich bitte nicht für einen Spinner, aber ich hatte in diesem Werk von Lucas Harari, Der Magnet, ähnliche Vibes, wie ich sie auch schon bei Cozy beispielsweise hatte. Das heißt, dieses Schweizer Panorama, diese kühle, klare Umrissenheit der Szenerie, haben mich dieses ganze Werk trotz dieser scheinbaren Einfachheit der Zeichnungen wirklich frösteln gemacht, haben mich das fast körperlich erfahren lassen, dieses Werk. Und das finde ich wirklich unglaublich toll. Allein diese Vollmondszenerie, die wir hier vor uns haben, wie der Pierre nach einem Disco-Besuch, an dem er seine erste Freundin verloren hat, nach draußen geht zum Rauchen und dem Leser dieser fantastische Vollmond entgegentritt, der einen fast aus den Seiten heraus zu blenden scheint.
Das ist wirklich eine ganz, ganz große Kunst, auf die man sich einlassen muss, die man genießen muss. Ich kann euch nur sagen, der Magnet ist ein ganz, ganz wichtiges, tolles Werk. Zudem ist alles handgelettert, muss man dazu sagen, mit Hand geschrieben. Und das ist wirklich großartig. Das ist eine echte, herausragende Erfahrung, die wir haben. Zudem eine sehr mysteriöse Geschichte, eine sehr erfahrbare Geschichte mit einem sehr, sehr speziellen, wenn auch abrupten Ende, muss ich dazu sagen. Aber ich fand es so, wie es entstanden ist, fand ich es persönlich äußerst, äußerst passend und angemessen und würde mir in diesem Rahmen wirklich nichts anderes wünschen. Vor allen Dingen, wenn man sich einmal diese kühle Strenge, dieses sehr, sehr ja, dominanten Gebäudes in dieser schweizerischen Landschaft Wals anschaut, von dem Architekten zum Tor, wo wir hier als Leser schon einen kleinen Einblick bekommen. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, vor allen Dingen als Pierre in die Szenerie der Therme eintaucht, dort selber als Badegast verweilt, schafft es Lukas Harari wirklich mit seiner Kunst, dem Leser ein Gefühl für diese Therme, für diese nüchterne Klarheit und trotzdem dieses Mysterium, was die Therme an sich bietet, zu vermitteln. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Also bei mir kamen deshalb, das ist nicht untertrieben, gewisse Vibes auf, wie ich sie ähnlich wie bei Cozy beispielsweise hatte, wenn er seine Alpenpanoramen beispielsweise zeichnet. Und von daher, der Magnet ist ein absolut empfehlenswertes, herausragendes Werk. Das möchte ich euch ganz dringend ans Herz legen. Gebt dieser Kunst wirklich eine Chance. Ihr werdet es nicht bereuen, weil mich hat es, wie gesagt, in den Bann gezogen. Mich hat es geflasht. Man kann wirklich noch einiges darüber nachdenken und sich mit befassen. Und wie gesagt, ein echter, echter Lesetipp von mir und auch der Magnet bekommt als Titel hinterher noch einen Sinn. Ja, von mir aus war es das für heute. Schön, dass ihr wieder bei dem Matt-Magazin dabei wart. Hinterlasst mir gerne reichlich Kommentare. Da freue ich mich immer maßlos drüber, wie ich schon des Öfteren gesagt habe. Das ist auch nicht gelogen, das ist keine Schleimerei. Das begeistert mich wirklich immer sehr, wenn man da ein bisschen in den Dialog tritt, vielleicht auch kontrovers, wenn es denn sein muss. Und ansonsten wäre es wirklich schön, lasst mir gerne ein Abo da, schaut auch gerne immer mal wieder bei den Kanälen meiner YouTube-Mitstreiter vorbei, die sich ebenfalls immer extremst ins Zeug legen, sich viel, viel, viel Mühe bei der Erstellung ihrer Videobeiträge und Streaming-Beiträge geben. Und ja, von daher möchte ich das Matt-Magazin beschließen. Macht euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Besten. Tschüss.